Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Mario Golf Super Rush. Und wie ihr schon sehen könnt, befinde ich mich jetzt hier in einem Multiplayer-Match, ja? Und zwar mit einem Kanalmitglied, nämlich dem Dorian, beziehungsweise hier heißt er Kage, oder heißt es Cage, oder wie wird's ausgesprochen? Wird Kage ausgesprochen. Kage. Okay, Kage hat seine Tage. So. Gut, ich habe halt gefragt, wer hat Lust darauf, und er hatte halt dann entsprechend Lust. Und ja, von dem her bietet sich das an, ja. Wir beide sind ja Golfprofis, ne? Wir spielen ja Golf with your friends ab und zu mal, ne? Dann ja, in den Livestreams. Und jetzt halt dadurch, dass Mario Golf draußen ist und ich wirklich also sehr begeistert eigentlich von dem Spiel bin, bietet sich das an. Wir werden ein paar Varianten hier von den ganzen Golf-Modi spielen, also Standard-Golf, Speed-Golf und Battle-Golf. Und heute machen wir erstmal Standard mit dem Zählspiel. Das heißt also, es werden zum Schluss die Punkte gezählt, wer hat am wenigsten Schläge gebraucht. Wir werden aber auch gleichzeitig spielen. Was ich jetzt rausgenommen habe, sind die Mii-Charaktere, weil die natürlich entsprechend dem einen oder anderen Vorteil geben können. Und wenn ich jetzt beispielsweise das Spiel durchgespielt habe und der Dorian hat es noch nicht und hat dann Mii auf Charakterlevel 10 oder 20... und ich bin da bei 50, dann ist da kein Gleichgewicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, gut, mache ich das jetzt einfach mal nicht. So, wie weit hast du denn bei Mario Golf Super Rush schon gespielt? Oh, nicht weit. Da bei der Crossroute habe ich dann aufgehört. Okay. Na, dann schauen wir mal, wie gut du dich jetzt anstellst. So, welchen Charakter nehme ich denn mal? Verwandelt bei Aufprallbälle in Eimer, sucht gegnerische Bälle heim. Ich nehme den Buhu. Rookie-Kurs, Grünbüschel, Schroffstein, Dünenwell, Wetterwald, Bowsers Vulkan oder Zufall. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Rookie-Kurs an. Und gehen einfach vielleicht sogar so einmal durch. Also wir schauen mal, wie es uns Spaß macht, wie wir Bock haben. Und dann, Löcher, natürlich nehmen wir das ganze Feld. 18 Löcher, Startloch ist 1. Wind ist normal. Spezialschläge machen wir aber an. Soll ja nicht langweilig werden, ne? Genau. Spezialschlag, Distanzmesser, Draufsicht, Schlagkraft, Schläger, Schlagrichtung, Topspin, Standardspin, Backspin. Gut, alles dabei. Gut, also wir spielen jetzt hier auf dem Rookie-Kurs und ja, ich hoffe mal dadurch, dass ich das Spiel durchgespielt habe und du nicht, dass ich dann ein paar Vorteile habe. Und? Nein, 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 nicht den Baum, nicht den Baum. Okay. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich bin im Bunker gelandet. Das ist ja auch nicht. Huch. Ah, schade, ich hätte doch ein bisschen mehr machen sollen. Naja. Du bist von einem Bunker in den nächsten Bunker? Oder wie? Nee, nicht wirklich. Gott sei Dank nur in den einen Bunker. Das reicht ja schon. Ah, Mist. Er hat 4 Schläge. Würde ich jetzt auch, aber trotzdem. Das Gute ist, dass es kein Speedgolf ist. Das heißt, ich habe alles Zeit der Welt. Ich hätte gerne die Gesamttabelle gesehen. Das wäre viel schöner. Kannst du auch sehen. Ich glaube, wenn du nach rechts oder nach links swipest. Sind wir hier bei Tinder, dass man swipen muss? Und? Der ist zu weit. Oder?
Oder? Er ist ein bisschen näher, aber das ändert ja noch nichts an der ganzen Tatsache, dass ich jetzt einfach mal ganz gekonnt jetzt einloche. Schöner Schlag. Ja, ja, oh. Der kommt gut. Nein! Ah, ein bisschen weiter rechts hätte geholfen. Auf dem Grün. Pack zum Birdie. Yes! Grünes Birdie. Ein Bilderbuch-Birdie. Für mich sieht das jetzt schon zu stark nach rechts aus. Oh, okay. Nee, hat gepasst. Ja, ja, aber es sah für mich jetzt echt so stark nach rechts aus. Ich dachte gerade so, hä? Was hat der denn vor? Aber okay, gut. Damit gehört mir schon mal die Krone. Und ich habe vergessen, wieder nach rechts zu swipen. Auf den Grün. Pack zum Birdie. Da. Schönes Birdie. Yes. Ah, da ist die Ansicht. Ha, schön. Ah, jetzt haben wir hier so eine schöne lange Strecke. Ah, scheiße, ich hätte warten sollen, bis du geschlagen hast. Das könnte jetzt böse für mich enden. Nein, okay, endet nicht böse für mich, du landest im Bunker. Das ist auch gut. Der Bunker war natürlich geplant von dir, ne? Ja, genau. Boah, wie stark muss man denn da nach links bei 3 Metern, ey? Auf den Grün. Pack zum Birdie. Schönes Birdie. Okay. Und? Oh. Ah, das ist ärgerlich. Ja, das ist nicht wirklich. Ja. Oh, da weint sie, die Arme. Punkte Unterschied schon. Oh, jetzt regnet es auch noch. Und? Ich glaube, jetzt sind hier auch Kurse dabei, die ich noch gar nicht kenne. Schöner Schlag. Ah, der kommt doch schön. Ah, du bist ganz knapp hinter mir, das ist doch schön. Bei 3 Metern. Schöner Schlag. Komm. Oh Mann, der wäre drin gewesen. Ein bisschen mehr Energie, dann wäre er drin gewesen. Oh, das ist doch ärgerlich. Schönes Bild. Das war zu weit rechts. Links. Yes.
Egal, dabei sein ist alles. Wo lang müssen wir jetzt schlagen? Ach du meine Güte. Oh, weia. Mal da lang. Warum habe ich nicht gedacht? Ja. Ruff. Na, Ruff ist ja noch. Nein, Bunker! Nein! Boah! Exzellent! Habe ich richtig gut gerettet. Schönes Birdie. Schönes Birdie? Oh, das tut ja schon vom Hinsehen weh. Oh, wie gemein. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Also, wenn man eigentlich seinem Gegner mal so gönnt, so einen Schlag daneben oder so, aber wirklich dann so gut platzierte Schläge, das gönnt man wirklich keinem, weil es dann einfach ärgerlich ist, weil man selber auch so mitfiebert. Na? Ja, ja. Okay. Der war zu doll. Schöner Schlag. Der kam zu doll. Oh, shit. Ja, dran vorbei. Nicht in den Bunker, nicht in den... Weg, weg, nein, 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 nein. Oh, okay, rough. Glück gehabt. Leichter Rechtswind. Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Das ist doch eine schöne Lage. Auf die Schläger. Okay. Jedenfalls Paar. Schön gerettet noch. Bisher 7 Punkte Unterschied. Kann er es noch aufholen? Es sind noch 12 Löcher zum Spielen. Oh. Oh, das sind 10. Nee, 11. Mit dem 11. Okay, mit dem. Ja, okay. Aber 12 sehe ich irgendwie nicht. Ja, ich war jetzt bei 19 irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Ich bin auch dran vorbei. Auf den Grün. Pack zum Birdie. Bisschen weiter rechts, es geht ein bisschen bergab. Ah. Komm, komm, komm. Oh! Yeah! Der war jetzt bitter. Schönes Paar. Das war so ein schöner Birdie geworden und dann schön wieder am Loch entlang, schön um die Kurve. Ja, okay. Es ist riskant, was ich da vorhabe. Nee, das riskiere ich nicht.
Ich war am Überlegen, nach links zu gehen. Außen lang, aber... Ich habe mich dann doch umentschieden. Aber dafür bin ich jetzt auf dem Rough gelandet wieder. Das ist nicht so schlimm wie, wie Bunker. Schöner Schlag. Ah, kann man sich jetzt drüber streiten. Also ich bisher kam ich immer gut aus dem Bunker raus. In Wirklichkeit kommt man ja nicht so einfach da raus. Aber im Spiel ist es ja zum Glück ein bisschen einfacher handelbar. Und was mache ich da eigentlich? Komm, und der geht rein, komm. Es stand da was von Gegenwind. Mann! Betrug! Annäherung. Pack zum Birdie. Damit waren es nur noch 6. Ja. Der war jetzt bitter. Und? Weil ich mal sage, die Königsdisziplin ist dann wirklich mal das Speedgolfen. Ja, das ist. Aber so. Dieses Crossroad-Golf, das es dabei gibt, da in dem Abenteuermodus, na, ich weiß ja nicht. Ist auch interessant. Wenn ich leichten Rechtswind habe, dann möchte ich auch bitte nach links geschoben werden und nicht irgendwie hier, ne? Auf den Grün. Mann. Pack zum Birdie. Mit dem Wind komme ich echt noch nicht klar. Natürlich das Loch wieder verfehlt. Eigentlich wäre ja Golfen so ein perfekter Zeitvertreib, wo man sich über Gott und die Welt unterhalten kann. Ja, aber wir müssen uns erstmal annähern, wir zwei, ja? Irgendwann reden wir dann, keine Ahnung, über unsere Arbeitspläne und vielleicht machen wir dann noch irgendwelche Geschäftsdeals oder so. Man weiß ja nicht. Ich würde echt mal gerne in echt golfen gehen, ne? Nee, das muss nicht sein. Ich guck zwar hin und wieder mal zumindest den Ryder Cup, aber so stark interessiert es mich dann doch nicht. Nee, ich das jetzt in echt haben müsste. Also einmal spielen oder so, das würde mich echt schon interessieren. Und so ohne weiteres lässt sich keiner auf dem Golfkurs. Das wäre beinahe mit 2 Schlägen gewesen, so schön. Boah. Oh, das ist so bitter. Ja, jetzt ist es nur. Ach nee. Jetzt kannst du nur noch ein paar werden. Ja. Es hätte ein Eagle sein können. Nein, er muss ganz knapp an der Fahne vorbei. Es hätte ein Birdie werden können. Auch wieder ganz knapp an der Fahne vorbei. Ach, dann machen wir halt ein paar. Und? Was? Was? Also ein Profi-Golfer, der ärgert sich schon bei einem Paar. Schöner Schlag.
Bin ja mal neugierig. Ach, du gehst den gleichen Weg wie ich. Okay. Leichter Wind von links. Schöner Schlag. Zu weit nach links. Mann. Aber auf dem Grün. Auf dem Fringe. Putz zum Igel. Ja, geil. Mann! Das kann auch echt nur mir passieren. Da hat man mal die Chance auf so einen tollen Erfolg und dann... Ich möchte einmal ein Hole-in-One haben. Hattest du schon einen im Spiel? Nee, hier nicht. Und? Okay, hier rieche ich ihn. Bitte, 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 bitte. Komm, 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 komm. Nein! Das ist ein Witz! Oh, das ist doch wieder so ärgerlich. Toll. Zu kurz ja, gespielt. Was war das jetzt? Ich hatte meinen Spezialschlag angewendet und du hast anscheinend in dem Augenblick deinen Ball dahin gespielt, deswegen habe ich den verzaubert. Ja. Also von dem her gut für mich, aber sowas eigentlich nicht geplant. Ich wusste nicht, was der macht. Ich habe nur gesehen, dass dein Ball blau leuchtet. Dann waren es wieder zwei Überpaar. Aber mit sechs Unterpaar bin ich doch eigentlich schon Profigolfer, ne? verdammt, wie spiele ich denn hier jetzt? Hier spiele ich ja nur in einem Bunker. Nein, eigentlich stopp, aber okay, gut. Ja, Ding. Naja, gut, ist auch nicht wirklich viel besser. Nein, nein. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass er über den Baum drüber geht. Auf lupfen. Lobben. Das vergesse ich immer wieder. Ja! Paar. Gut, solange ich Paar bleibe, muss ich erstmal ganz schön aufholen, aber... Wenn ich es nicht versemmel, dann würde ich sagen, ist das Ding gegessen. Ja, würde ich auch sagen. Und? Schöner Schlag. Ich bin auch noch hoch. Oh, du hast einen besseren Schlag gemacht, okay. Ja. Moment, wir haben gar keinen zum Lobben. Doch da. Nee, der Lobwedge ist eigentlich nicht mit drin.
Oh Mann. Das ist bitter, dann den Berg rauf. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt abläuft, ne? Ah gut, er steigt trotzdem hoch. Oh, der kam doch besser als erwartet. Auf den Grün. Putt zum Birdie. Putt zum Birdie, den ich wieder verbocke, weil er 10 Meter fast weg ist. Ja! Ja! Schönes Birdie. Tut mir leid, auch ein Birdie. Aber du bist jedenfalls wieder Paar. Von dem her eigentlich alles gut, ne? Ja, genau. Okay. Oh. Schöner Schlag. Komm. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Das ist ein Witz. Ja! Der hat doch betrogen. Das war ein Igel, ne? Nee, ein Birdie. Das gibt's nicht. Na komm, es war wenigstens ein Paar. Ja, aber trotzdem. Es ist jedes Mal, ein Chip einlochen habe ich jetzt hier bisher noch nicht geschafft und jedes Mal rutsche ich mit einem dran vorbei. Wirklich immer so ganz knapp. Mit einem Eagle, mit einem Birdie, mit allem. Und? Ich weiß nicht, ob ich über den Baum darüber komme. Ja, ist in Ordnung der Fairway, aber ich hätte mir jetzt nicht so gerne eine Schräge gewünscht. Oh, super 4. Natürlich dran vorbei. Natürlich. Wo landet er? Okay. Kann ich mitleben. Oh, warum habe ich einen Topspin gemacht, ich Idiot? Ich bin so dumm. Pin getroffen. Oh, hätte ich keinen Topspin gemacht, hätte ich trotzdem Pin getroffen. Nein. Dann kannst du immer noch Paar machen. Also wenn ich es jetzt nicht verbocke, habe ich gewonnen. Und mit verbocken meine ich wirklich 6 Schläge, alles. Und? Ah. Ich glaube, wir nehmen zwei komplett andere Richtungen. Oh! Aber immerhin aufs Fairway geschafft. Schöner Schlag. So. Was? Am Hintern, Junge, am Hintern. Das gibt's da nicht. Ja. Das ist so ein Witz.
Gute Annäherung. Putt zum Birdie. Oh. Wenigstens ein Birdie abgeschlossen. Oh Mann. Gut, ich habe gewonnen, aber trotzdem. Ich wollte gerade sagen, mit was für Zahlen rechnen die da gerade? Plus und minus 800? What the fuck? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. So, dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wieder mit einem Standard oder, na, wir gucken mal, was wir spielen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Dorian, auch natürlich für seine Unterstützung. Und ich muss zurück zum Raum wechseln, so. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Ciao.